Jo, was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ja, ich bin endlich wieder am Start. Ich freue mich jetzt mega wieder bei YouTube dabei zu sein. Und ja, das ist auf jeden Fall ein neues Video von mir. Und ich kann jetzt schon mal sagen, es ist kein Reaction-Video, es ist kein Unboxing, es ist kein AMV, es ist kein was auch immer. Ja, ich fange mit einem neuen Erweiterungskontent an. Also, was ich ab und zu mal dabei mache. Und ja, ich habe da einfach mal Bock drauf, das zu machen. Und ja, ich kann euch mal grob sagen, was es ist oder woran sich dabei handelt. Ja, ich mache Flohmarktvideos. Ja, Flohmarktvideos. Ich gehe zu den Städten, zu den Verkäufen und so hin und schnapp mir halt die Schnapper und kaufe dann Sachen und so weiter. Also die Sachen, die mir auch gefallen und so. Wo ich mich auch spezialisiere, ist ganz klar Folgendes: Retro-Spiele. Es geht um Retro-Sachen. Also ich kaufe sehr gerne Super Nintendo-Spiele ein, sowie Gameboy-Spiele, PS1, PS2, PS3, PS4-Games, was drauf so ist, was auch immer aktuell ist, sowie der alte Stuff, den man von früher halt sehr gefeiert hat. Auch zum Beispiel auch Yu-Gi-Oh!-Karten, Pokémon-Karten, Dragon Ball-Karten natürlich. Auch so Dragon Ball-Stuff mache ich sehr, sehr gerne. Also egal, was ich da finde, nehme ich immer gerne mit. Ich möchte auch gucken, dass ich auch Sega Mega Drive-Spiele mit ab und zu jetzt mal sammle. Habe ich noch gar nicht mit angefangen, aber findet man in den Flohmärkten sehr, sehr schwer. Auch die Zustände sind auch wirklich katastrophal manchmal. Ja, wie gesagt, Leute, Retro-Sachen. Retro-Spiele, Konsolen, Handhelds, CDs und habt ihr nicht gesehen? Also immer die aktuellsten Games kann man mal mitnehmen, aber so die alten Spiele, die alten Sachen, zum Beispiel auch Musik-CDs oder Anime-Stuff oder Poster oder was auch immer, die ganzen alten Sachen, die damals wirklich super aktuell waren, die will ich wieder aufleben, ne? Und ja, wie gesagt, Leute. Das ist auf jeden Fall meine erste Aufnahme. Die erste Aufnahme, die jetzt gleich kommt, ist auf jeden Fall von meiner alten Kamera, von der Wolfgang. Da ist die Qualität nicht so gut, muss ich ehrlich zugeben. Aber nach der Hälfte des Videos ändert sich das, weil dann habe ich eine andere Kamera am Start, die ist auch weitaus besser von der Qualität her. Das ist die GoPro Hero 9. Und ich will trotzdem die Aufnahmen von Anfang an auch zeigen. Und das will ich auch gerne auch sowieso auch präsentieren. Und ich werde das so machen. Ich zeige die Aufnahmen, die Live-Aufnahmen von den Flohmärkten. Und danach zeige ich euch die Spiele und die Sachen, die ich gekauft habe. Dann nochmal per Cam. Und dann sage ich, was ich dafür bezahlt habe. Bla bla bla. Und dann, ja, das ist auf jeden Fall mein neuer Content, den ich jetzt ab und zu mal bei YouTube wieder mache. Und ja, ich wünsche allen ganz, ganz viel Spaß. Und wir gehen direkt zur ersten Aufnahme. Let's go! Morgen. Was kostet die Spiele pro Stück? 3 Euro. Drei? Na gut, dann muss ich weiter gucken. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß. Ja, vielen Dank. Und Ihnen auch. Ja, wieder vor. Ja, auch bei der ja. Suche. Können Sie gleich für 3, für 7 oder 8 machen, geht das? Ein bisschen entgegen? Das sind ja 9 und das ist ja eigentlich schon zu kommen. Ja. Wir können nach oben aufgehen. Dann haben wir schon gelassen 3. Dann muss ich noch was mitnehmen. Dann eventuell ja. Dann eventuell ja. Haben Sie noch andere Spiele vielleicht? Sonst. 9 Euro. Nee, ich hab nur die. Ach, geht nicht. Ach. 1 Euro. Ja, die sind noch zerkratzt, wie gesagt, alle fast. Ja, dann 8 machen wir. 8 machen wir. Lieb von Ihnen.
damit die auch dieses Glücksgefühl haben, genau, gehandelt zu haben. Genau. Ja. Euro ist Euro, aber dafür haben sie alle drei weg, haben einen Gewinn gemacht, also denke ich mal. Ich habe keinen Gewinn, doch, ich habe Gewinn gemacht. So, da bin ich wieder. Ja, das war die erste Aufnahme, Leute. Und da habt ihr gesehen, ich war bei zwei Frauen gewesen und da waren zwei Verkäuferinnen, da war der Stand und hab diese drei Call of Duty Spiele gefunden. Und ich hab ein bisschen rumgehandelt und die Dame wollte 9 Euro haben, also 3 Euro pro Stück. Da habe ich halt auf 8 Euro runtergehandelt. Aber die CDs, die Spiele sind in einem sehr, sehr guten Zustand. Wie ihr seht, Anleitung ist mit dabei, ne, Begleitheft und so weiter. Die CD ist ein super Zustand. Das hier genauso, Call of Duty Modern Warfare 2. Auch alles in super Zustand. Begleitheft dabei, CD mit dabei. Ihr könnt auch sehen, die CD ist wirklich tipptopp. Und nochmal Call of Duty MW3. Auch in einem super Zustand. Begleitheft dabei, auch natürlich, plus CD. Hab alles dafür nur 8 Euro bezahlt, habe ich sehr gerne mitgenommen und ja, da habe ich nicht lange überlegt und das habe ich direkt mal geschnappt. Und ja, gehen wir zur nächsten Aufnahme. Morgen. Was kostet das Spiel pro Stück? Also beim Teil für 4? Machen wir. Ist okay. Ganz klein. Bitte. Ich danke Ihnen. Schönen Tag. Tschüss. Dann war ich noch an einem Stand gewesen, da war ein kleiner Stand ungefähr und da habe ich diese zwei Spiele hier gefunden für 4 Euro. Einmal war das hier SmackDown vs. Raw in einem ganz guten Zustand, die Platinum Edition. Zustand ist sehr, sehr gut, Booklet, Anleitung ist mit dabei, sowie CD, alle wirklich sehr, sehr gut. Und zum anderen hatten wir hier noch Hugo Pukasum für die PS2. Einfach ein Nostalgie-Spiel, was ich früher sehr gern gespielt habe. Anleitung ist mit dabei, auch sehr, sehr gut. Also Inlay, alles tipptopp. CD auch in einem super Zustand. Und ja, für 4 Euro konnte ich es nicht liegen lassen. Es war auf jeden Fall ein ganz gechillter Preis. Ja, meine Friends, nicht wundern, bei der Wolfgang-Kamera merkt man auch bei den Aufnahmen leider, ist die Qualität nicht so dolle manchmal. Und es ist auch an dem Tag auch sehr hell gewesen. Also nicht wundern, dass die Qualität ein bisschen nicht so kontrastmäßig gut aussieht. Also man kann immer das Wichtigste erkennen. Und das ist ja die Hauptsache. Und nicht wundern, ne? Deswegen, Hauptsache man kann es erkennen, man kann alles sehen. Und nach der Hälfte des Videos Länge ungefähr, kommen die GoPro-Aufnahmen endlich und dann kann man das wirklich mehr genießen. Deswegen habt ein bisschen Geduld, aber trotzdem habt auf jeden Fall viel Spaß. Oh, oh, schnell, oh. Auch rein, noch rein, noch rein. Beide, schnell. Morgen. Ja, auch rein. Oh, sehr schön. Wenn ich was von dir finde, dann sag ich dir Bescheid. Ehre, Mann, danke. Gerne. Von Helsing, ist das was für dich? Von Helsing. Oh, Blood Omen? Ja, Blood Omen 2. Aber englische Cover. Ja. Ich weiß nicht, Digga. Hier überlege ich vielleicht als Satz. Hülle, ja, ja, das würde ich machen. Ich schmecke an. Jawohl. Da geht's, Spider-Man. Mal ja. Willst du einmal hier gucken? Warte. Final Fantasy hast du gerne Hand, ach, ne? Hier, warte, hier, schauen, hier bin ich durch, kannst gucken. Ja.
Da wisst ihr aus dem Kopf, ob ihr Silent Hill als Blu-ray da habt? Wäre gut. Ja, meine ich. Oh. Ja, aber ich weiß, dass ich das letzte Mal reingefangen habe. Aber ich weiß nicht, ob der letzte Mal Van Helsing, was? Okay. Was für die vier Chef? Mhm. 20 geht? Ja. Na, Ehrenmann. Kannst du einen checken? Ja, danke dir mal lang. Das stört mich hier. Bitte. Ich hab ehrlich keinen. Der Ringer ist aber auf Englisch. Ja, hätte ich mitgenommen. Ja. Ja, ich auch. Ja. Ja, oh. Nice. Ich danke dir. Ich danke auch. In diesem Retro-Stand habe ich was sehr, sehr Cooles gefunden. Das war in einem ganz anderen Ort gewesen. Da waren Stände mit ganz, ganz vielen Blu-ray-Filmen und sogar Spiele waren mit dabei. Ich bin direkt dahin gelaufen. Ich so, boah, jetzt kann man irgendwas schnappen, was man finden könnte, was interessant wäre. Und da habe ich sehr, sehr lang gesucht und geguckt und geschaut. Und da habe ich diese vier Spiele gefunden, wie ihr gesehen habt im Video. Also, ja, fangen wir mal ganz grob an. Zum einen, den ersten, den ich direkt gepackt habe, war Tekken 5 für die PS2. Wirklich ein ideal mega Zustand, Leute. Anleitung ist mit dabei, ne? Innenleben, Booklet, alles mit am Start. Die CD sieht super wunderbar geil aus. Wie ihr seht, top, top Zustand. Also wirklich grandios. Dann habe ich noch mitgenommen Dead or Alive 2 für die PS2. Wirklich Nostalgie, wenn das Spiel nicht kennt, der weiß, das Leben geht weiter, Leute. Wirklich sehr, sehr guter Zustand, alles mit dabei. Booklet auch, also so ein kleiner Booklet halt am Start. Also ist okay, ist in Ordnung. Dann zum anderen habe ich noch One Piece Grand Battle für die PS2 gefunden. Wirklich einen sehr, sehr guten Zustand, Leute. Also wirklich top. Da ist auch die Anleitung mit dabei, Booklet ist mit dabei, CDs super aus. Und dann noch, ganz klar WWE-Fan hier am Start, ist SmackDown vs. Raw 2010, auch für die PS2. Da ist auch alles mit dabei, Booklet, Anleitung, CD sieht super top aus. Und ja, zusammen habe ich alles 20 Euro bezahlt. Ich hätte, glaube ich, über 25 Euro bezahlen müssen. Und der Typ, den kannte ich schon sehr lange, schon länger. Und da habe ich einen kleinen Mengenrabatt bekommen. Und ja, da kannst du absolut nicht meckern, Leute. War auf jeden Fall ein guter Schnapper. Dann weiter geht's zum nächsten Stand. Ja. John Wick ist schon mega. Und alles cool? Ja, oder das nicht? Das hier ist jetzt ein altes Tennis für 9 Euro. Das ja, ist keine Ahnung. Da machst du jetzt natürlich mal das Wort rein. Eine ganz neue Rüde. Ja, cool. Natürlich auch die Nazi, ne? Ja. Für deine Sammlung, ne? Oh, warte. Andersrum. Die Hülle musst du ja auftauschen. Hier. Chef, die 4 Blues. Geht da was? Bisschen. Mein 15 geht? Ja, gut. Ich bin klein. Wenn meine Mutter fragt, wie 15 Euro, was du mir gesehen. Ja, alles gut. Bitteschön. Ich sammle ja seit Woche jetzt Blu-rays. Ich bin auf DVDs nicht mehr. Alles weg. Ich danke dir. Ja, ich guck noch ein bisschen weiter noch hier. Was? Ja, ja. Ich bin noch. Ja. Ja, Leute, keine Spiele mehr gefunden bei den Ständen so, die nicht so interessant waren. Dann habe ich halt geguckt, ob ich schöne Blu-ray-Filme finde, die einigermaßen interessant sind. Ich stehe ja auf Blu-ray-Filme, also DVDs eher nicht mehr so, aber eher Blu-rays, sei es Serien, Filme und so weiter.
Und da habe ich mir diese vier Blu-rays gekrallt, wie ihr im Ausschnitt gesehen habt. Da habe ich direkt den ersten John Wick Teil geschnappt als Blu-ray. Also wirklich perfekt. Die Teile sind auf jeden Fall sehr, sehr legendär. Also wirklich super Zustand. CD ist tipptopp. Auch Cover ist alles, nichts dran. Und da habe ich geguckt, ob ich die nächsten zwei und drei Teile finde. Und habe geguckt überall. Und ich habe tatsächlich den zweiten Teil gefunden. John Wick 2, auch in einem super Zustand. Ne? In Blu-rays sind ja keine Inlays oder Booklets und so dabei. Das kennt man ja meistens. Und ja, den dritten Teil habe ich auch noch geschnappt. War ich sehr, sehr stolz drauf. Dann habe ich alle drei sehr gerne mitgenommen. Und dann habe ich noch zum einen Teenage Mutant Ninja Turtles auch für die Blu-ray mitgenommen. Ja, der Verkäufer wollte um die 22 Euro haben oder 20. Habe auf 15 Euro runtergehandelt. War auf jeden Fall ein super Schnapper, würde ich sagen, ne? Ja. So, meine Freunde, jetzt kommen endlich die GoPro-Aufnahmen, wo ich mich jetzt riesig freue. Das waren die Aufnahmen, also ich hatte das, glaube ich, zu Vatertag, war ein Trödelmarkt gewesen bei uns. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Es sind auf jeden Fall einige gute Schnapper mit dabei gewesen. Also ich habe mir an dem Tag wirklich ein bisschen mehr erhofft, aber ich habe das Beste draus gemacht und habe einiges mitgenommen. Und ja, wir gehen direkt zu den Aufnahmen. Let's go! Beyblades nachgemacht. Okay, nachgemachtes Beyblades. Entschuldigung, was soll das kosten? Das kostet 20. 20. Darf ich reingucken? Ja. Und jetzt geht er 400 Spiele. Okay. Ach so, was ist das? Ja. Ja. Chef, mach's vielleicht für 15, dann würde ich's mitnehmen. Für 15 vielleicht. Dann würde ich es eventuell mitnehmen. Ja, okay. Ja, ist okay. Danke. Was kommt zu Ihnen? Bitte schön. Ich danke dir. Ihnen auch. Tschüss. Ja, ich habe diesen Riesenstand da gesehen, da war jetzt nichts Großartiges da, aber mir ist da was aufgefallen und da habe ich einfach das mal mitgenommen. Das war so eine Art, ja, was, wie soll man es genau sagen, so eine Art nachgemachtes Gameboy. Der Typ wollte irgendwie 20 Euro haben, da lagen 3-4 Stück da rum und ich habe gesagt, komm, ich will es für 15 Euro mitnehmen. Dann hat er erstmal rumgefragt, bei der Verkäuferin noch dabei, dann kam der irgendwann wieder und dann habe ich gesagt, komm, ich nehme es mit für 15, wenn nicht, hätte es liegen gelassen. Und ja, ich konnte es mitnehmen, wie ihr gesehen habt. Also, dann ist das hier mit dabei. Der Gameboy. Sowie sogar ein Controller mit dabei. Das ist der Gameboy. Da sind, glaube ich, über 400 Spiele, wie er gesagt hat. Das kann man auch hier an der Verpackung sehen. 400 Spiele mit dabei. Ist alles japanisch und so weiter, ein bisschen Englisch mit dabei. Dann ist die OVP, da war nichts dran. Ich werde es nachher mal testen und ja, für 15 Euro kann man es mitnehmen, warum nicht? Klar.
Wer ist hier der Chef? Chef, hier. Ja, ja. Ah, okay. Chef, was kostet die Spiele pro Stück? Chef, machst du für alle 10? Geht? Das sind 12 Zehner. Geht? 12 Euro. Ehrlich, ich verkaufe gut. Glaub mir, ja? Preis, bitte ehrlich. Ja, komm, ich komme mit. Kein Problem. Kannst du rausgehen? Ja. Alles gut. Ein bisschen handeln muss man ja. Dankeschön. Tamam, kein Problem. Eine Stunde? Ja, kein Thema. Ich danke dir. Danke. Ciao, ciao. Ja, bei diesem Stand war jetzt nichts Krasses dabei gewesen, aber habe ein bisschen geguckt und so weiter. Und per Zufall habe ich jetzt 4 Spiele gefunden für die PS2. Da war zum einen SmackDown vs. Raw 2009. Wirklich ein super Zustand, finde ich. Also war ganz gut. Inlay ist mit dabei, Anleitung ist mit dabei, Spiel ist auch sehr, sehr gut. Dann haben wir noch zum anderen Burnout Revenge für die PS2, ist auch alles mit dabei, Inlay und so weiter, also ist glaube ich nur die Werbung, glaube ich. Anleitung fehlt zwar, aber ist nicht schlimm, so wie das Spiel. Dann haben wir noch zum anderen Medal of Honor, European Assault für die PS2 und da ist auch die Anleitung mit dabei. Anleitung, Inlays mit dabei, Spiel ist auch sehr gut. Und zum anderen haben wir noch Half-Life 4 für die PS2. Leider, das Ding ist, das Spiel hat da gefehlt erstmal. Dann habe ich den Verkäufer gefragt gehabt, ob das Spiel auch, ob du das noch hast. Hat er mir noch dabei gegeben. Ich habe zwar geguckt, es war sehr zerkratzt gewesen und habe es ausgetestet, nur leider hat es nicht funktioniert. Aber das kann passieren. Und ja, ich habe versucht runterzuhandeln. Ich wollte es für 10 Euro alle 4 Spiele mitnehmen. Nur, er war ein bisschen, ja, kam mir so grimmig vor. Und mit dem konnte man irgendwie nicht richtig handeln. Der wollte 12 Euro für alle haben. Dann habe ich es dennoch mitgenommen, damit ich wenigstens ein paar Spiele mitnehme an dem Tag. Und ja, für 12 Euro war es einigermaßen okay. Morgen. Was kostet das Spiel hier? Übrigens 15 Euro. 15? Ja, das Original-Ding ist auch noch drin. Ich hasse nicht, bevor ich bezahlt habe. Ja, glaube ich. Das ist ja jetzt vorbei. Ist aber schon alt, ja. Natürlich. Andere Spiele haben sie keine? Leider, von PlayStation nicht. Von Daisy habe ich das. Kann man ein bisschen runterhandeln, dann würde ich es eventuell mitnehmen. Aber nicht zu tief. 10 vielleicht? 14. 12? Mitte? 13,50, aber dann so. 13? 13,50. Ja, komm, passt. Gerne. Bitteschön, gerne. Das ist aber ohne Cover und so, ne? Ist nur das so, ist ne? Das ist original, aber ich hab die Dinge nicht. Leider. Ne? Oh, das hätte ich mitgenommen, ey. Ja. Alles gut. Jawohl. Ich danke Ihnen. Schönen Tag. Danke. Tschüss. Ja, da habe ich noch einen kleinen Stand gefunden. Da war wirklich viel Krimskrams. Und da habe ich das Spiel gefunden. Und zwar Need for Speed für die PS2. Auch ganz gut. Ich so, komm, nimm es mal mit. Ich wollte es für 10 Euro mitnehmen. Nur irgendwie war die Frau nicht zufrieden damit. Dann hat die mich ein bisschen rumgehandelt hin und her. Dann wollte die 14 für haben. Dann habe ich gesagt, machen wir 13, dass wir um die Hälfte ungefähr sind. Dann hat die am Ende gesagt, komm, mach mal 13,50. Und ich so, komm, für 13,50 kann man es nicht liegen lassen. Ist auf jeden Fall in einem sehr guten Zustand. Inlays mit dabei, Anleitung und sogar den Kassenbon von Real.
Hat halt damals 65 Euro gekostet. Ich so, okay, nicht schlecht. Also wie gesagt, alles ist dabei. Und dann habe ich es einfach mitgenommen. Warum nicht? Habe ich wieder ein neues PS4-Spiel in meiner Sammlung. Und ja, weiter geht's zur nächsten Aufnahme. Ich mache nur YouTube-Video, weil mein Kollege weiß. Ja? Ich nehme auf Stände, nicht Leute. Und dann mache ich online. Die Leute gucken das gerne. Viele Abonnente. Guck mal, handeln, weißt du, gucken und dann gucken die gerne. Und dann zeige ich für Kamera, guck mal, das habe ich geholt. Ja. Letztes Mal das Spiel, weißt du noch, vor 3 Wochen, ich schlaf raus. Ich war auch bei dir, habe ich auch geholt, ein Spiel. Ja, ja, ja. Ja, ja, schön. Jeden Samstag gibt's da. Ja, jeden Samstag? Ja, ja. Schön. Samstag, ja. Schön. Schöne Wetter, ich bin da, aber. Aber letzte Woche war nicht viel los, Bruder. Nicht viel. Ja, ja, viele, na, aber ich freue mich sehr gut. Ja. Vor viele Geschäfte nicht da, vor mich ist besser. Ja, ja, ja. 2 Wochen vor, oh, Katastrophe, war voll, ja, ja, ich war auch da. Ja. Abi, was machst du für ein Spiel? Welches Spiel? Zum Beispiel das, oder ich nehme zwei, die zwei. Beide von dir 20 Euro. 20? Ja, normal andere soll vorher, aber kannst du beide 20 Euro. Okay. Geht 15 Euro AB? Nein, 15 geht nicht. Ich habe, oder? Das ist 10 Euro. Ich habe Steuer gekauft. Alle, ja, von meiner Sache, nicht von Philipp. Okay. Von, alle von meinem Sohn. Ja. Ich habe auch zu Hause zu viel. Immer, ja, vor vier drauf. Ja, alles gut. Aber viel, aber nicht aktuell, aber schon. Aber ist nicht schlimm, ist zu älter, weißt du? Ja, ich weiß, aber. Ja. Komm, ich nehme beide mit, komm. Oh, geil. Aber nur, egal, nicht schlimm. Oder kann ich die Hülle hier austauschen? Geht? Geht? Pass auf. Moment, einmal so. Bitte, mein Freund. Danke. Gerne. Ciao. Tschüss. Bis nächstes Mal. So, zum nächsten Stand angelangt. Ja, diesen Verkäufer, den kenne ich sehr, sehr gut. Also, den sehe ich sehr öfters in Trödelmärkten, wo ich in der Nähe mal gehe. Und da habe ich mir einfach diese zwei Spiele gekrallt. Einmal Doom und Diablo für die PS4. Ja, ich habe einfach ein bisschen geguckt und so. Er hat zwar immer dieselben Spiele gehabt, die letzten Wochen. Ich habe gesagt, komm, nimm mal was mit bei ihm mal wieder, wird mal wieder Zeit. Ja, da haben wir einfach, wie gesagt, Doom für die PS4, auch in einem super Zustand. Also ist alles mit dabei, Inlay, Anleitung, Spiel ist auch in einem sehr guten Zustand, finde ich. Also wirklich wie geleckt, sehr nice, würde ich sagen. Und zum anderen haben wir Diablo für die PS4, das hat mich eher angesprochen. Da ist auf jeden Fall die Anleitung mit dabei, Inlays mit dabei, Spielen sieht sehr gut aus. Und ja, ich habe mit dem versucht zu handeln. Ich wollte 15 Euro für beide geben. Und dann hat er gesagt, nee, du, die sind von meinem Sohn und keine Ahnung. Der wollte 20 für haben. Ich sag, komm, dann nehme ich beide mit. Und das Ding ist, bei dem einen Spiel war halt die Hülle kaputt gewesen. Also die Hülle unten. Dann habe ich es mal ganz fix ausgetauscht mit einem anderen Spiel. Hat er nichts dazu gesagt und war auf jeden Fall in Ordnung. Und ja, für einen Zwanni, ich sag, komm, nimm mit. Man kann nichts verkehrt machen bei PS4-Spielen eigentlich für den Preis. Und war auf jeden Fall ein guter Deal. Entschuldigung? Achso, sorry.
Morgen. Morgen. 2 Euro. Was kostet die PlayStation 2? 40. 40? Ja. 40. Ich muss überlegen. 4-2, ne? Da bin ich mit. Oh, sorry. Kann man ein bisschen runterhandeln vielleicht? Lässt sich ein bisschen runter. Ja. Will mit Controller alles bei? Ja. Machst du 35 und die 2 Spiele bei? Nehme ich mit. Geht? Bitte schön. Jawohl. 13, 14. Mhm. Perfekt, danke schön. Okay. Oh, kannst du da, kein Problem. Moment. Oh, sorry. Jawohl. Opa. Oh, nichts passiert, alles gut. 2, 3, 2, okay, 4. Danke. Dankeschön. Okay, bitteschön. Gerne. Ein Success. Ja. Tschüss, schönen Tag noch. Danke. Jetzt würde ich mal sagen, kommen wir zum Highlight des Videos, finde ich. Also für mich der, wie nennt man das sagen? Also der goldene Schnapper, würde ich mal sagen. Also ich fand es sehr, sehr nice. Das waren 2 Frauen da gewesen. Und ja, wie ihr im Video gesehen habt, die hat dann eine PS2 Slim gehabt. Und ja, ich denke so, soll ich die mitnehmen, soll ich sie nicht? Ich hatte noch keine PS Slim in Silber gehabt. Und ich denke so, komm, handel mal ein bisschen. Ich so, was wollen sie dafür haben? Sie wollte erst 40 haben, also 40 Euro. Ich denke so, bisschen etwas viel. Ich so, kann man was im Preis bisschen machen vielleicht? Da sagte sie 35. Ich denke so, komm, nimm mit. Aber ich habe ja noch ein bisschen was geguckt. Und da habe ich gesehen, weißt du was? Wenn sie die 2 Spiele noch dabei legen, dann nehme ich alles mit. Und ja, ich gucke erstmal rum und dann ich so, komm, geht klar. Und die so, war einverstanden. Wir zeigen erstmal die Games. Und zwar Final Fantasy X. Also Final Fantasy 10 für die PS2. Die Platinum Edition ist auf jeden Fall in einem sehr guten Zustand. Dann haben wir noch GT Racer für die PS2. Auch Inlays mit dabei, auch in einem guten Zustand. Und ja, dann haben wir noch 2 Controller hier. Leider ist der Controller Analogstick hier, fehlt der Button, der Stick. Das ist aber nicht so schlimm. Den kann man erneuern, ist auch gar kein Problem. Und dann haben wir nochmal denselben Controller, den PS2 in Silber. Wirklich auch ein klasse Zustand, finde ich. Die Knöpfe, alles drum und dran funktioniert. Und jetzt kommen wir zum Highlight. Eine PS2 in Silber, wirklich tipptopp. Also, auch von innen ist alles klasse, ne? Klar, ein bisschen zerkratzt hier oben und so, aber das ist ganz normal. Und dazu war noch eine Memory Card mit dabei, wie ihr seht, eine originale sogar. Also habe ich sehr, sehr gefreut. Und 35 Euro ist auf jeden Fall ein mega Preis, finde ich. Und habe die 2 Spiele mitgenommen, plus die 2 Controller, Memory Card mit dabei, also. Und eine PS2 Silber, die kann man noch ein bisschen aufpolieren und dann schön in eine Vitrine stellen. Und ist auf jeden Fall ein mega cooler goldener Schnapper, finde ich, für den Preis. Also top.
Chef, kann ich die für zwei mitnehmen? Geht? Ich habe vorhin auch bei dir. Geht? Ich danke dir, ja? Ciao. So, ich war eigentlich fast durch mit dem Flohmarkt gewesen. Ich denke so, komm, mach mal noch eine kleine Runde. Nochmal zum Schluss. Und bin zum selben Verkäufer nochmal gegangen. Und habe noch ein bisschen rumgekramt. Und dann habe ich noch das Spiel hier noch übersehen, kann man sagen. Obwohl ich es in der Hand hatte. Da haben wir einmal iToy Play für die PS2. Und ja, tipptopp Zuschauen auf jeden Fall. Inlay ist mit dabei, Anleitung ist mit dabei. Und Spiel ist auch am Start. Und ich habe schon das Geld schon vorher rausgelegt. Normal wollte er immer 3 Euro für ein Spiel haben. Und ich denke so, komm, hol mal 2 Euro raus. Mal sehen, ob der ja oder nein sagt. Und habe zu ihm gesagt, ich war vorhin auch schon mal hier. Man konnte sehen, dass er ein bisschen grimmig war. Aber das war mir im Endeffekt egal. Ja oder nein heißt das Spiel. Und dann habe ich es mitgenommen für 2 Euro. War auf jeden Fall nice. Hallo. Da war ein Spiel. Ah, hier. Okay. Kann ich es für 1,50 mitnehmen? Geht. Okay. Dankeschön, ja. Schönen Tag noch. Oh, sorry. Tschö. Leute, ein voller Erfolg. Flohmarkt-Video abgeschlossen. Und zum anderen Stand bin ich nochmal zurückgegangen, wo ich die PS2 geholt habe, die Slim. Und habe nochmal geguckt und da war noch ein Spiel gewesen, was ich übersehen hatte. Da war nochmal iToy Play 2, die Platin-Edition für die PS2. Und da habe ich nochmal Geld rausgelegt, also rausgeholt zwar, nee, ich glaube so 1,50. Und die hat ja vorher gesagt, die Spiele verkauft ich für 2 Euro. Ich habe gesagt, komm, nimm 1,50 raus. Ich denke mal, die würde bestimmt ja sagen, weil ich habe ja auch 35 Euro dahingelegt vor ein paar Minuten. Und die so, ja, ist in Ordnung. Nur leider fehlt das Inlay, die Beschreibung fehlt, aber Spiel ist da drin, kann man irgendwann nachholen. Ne? Und ja, das war's mit dem Flohmarkt-Video an diesem Tag zu Vatertag. Und ja, das war es erstmal. Ja, meine Friends, das war's mit dem Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da. Ein Abo von euch, wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und wenn ihr so krass auf Retro-Spiele und Games und alten Stuff und so weiter mögt, so wie ich, dann folgt mich, wie gesagt, lasst ein Abochen da und schreibt in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Wenn ihr Anregungen habt, Vorschläge und so weiter, schreibt es einfach unten mit rein. Und ja, wenn ihr gerne meinen Discord-Server folgen wollt, dann checkt unten die Infobox ab, das könnt ihr direkt nachgucken, könnt ihr direkt reinjoinen, die Regeln durchlesen, akzeptieren, dann kommt ihr direkt bei mir rein. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, meine Freunde. Euer Tony Goku. Woo!